So, mit dem Blick auf die Uhr haben wir noch 10 Minuten. Und die Frage ist, der nächste Punkt wäre jetzt 9.5. Mehr Frauen in Führungspositionen, schaffen wir den? Dann rufe ich 9.5 auf. Einreicher ist die Fraktion Die Linke und Frau Lenz, bitte schön. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Beigeordnete, liebe Kolleginnen der demokratischen Fraktionen und liebe Gäste, die jetzt noch da sind, oben auf der Bühne und am Livestream zu Hause. Schön, dass wir quasi so lange durchgehalten haben und jetzt kurz vor knapp nochmal ein sehr wichtiges Thema und mir auch sehr wichtiges Thema besprechen. Und ich hoffe, wir sind alle nochmal sehr aufmerksam dafür. Ja, beim Blick auf die Geschlechterverhältnisse in der Belegschaft beim kommunalen Energiedienstleister Enso, der Blick bietet einen überzeugenden Anlass zur Empörung. Warum ist das so? Insgesamt besteht die Belegschaft bei Enso etwa zur Hälfte aus Frauen, sogar etwas mehr als die Hälfte, das sind nämlich genau 51%. Auf der zweiten Führungsebene sind es dann nur noch 23%. Und sobald wir den Blick auf die erste Führungsebene, also den Vorstand, Geschäftsführung und die Hauptabteilung werfen, ja, dann wird es richtig düster, denn dort steht nur noch an etwa jeder siebten Stelle eine Frau, sodass nur 14% der ersten Führungsebene von weiblichen MitarbeiterInnen besetzt sind. Wir haben schon 2015 als Fraktion, also ich nicht, da war ich noch nicht mit dabei, aber die ehemalige Fraktion hat dort Verbesserungen in den jährlich vorgelegten Berichterstattungen über die Lage der eigenen Beteiligungsgesellschaft der Stadt Dresden beantragt. Dieser Bericht soll uns als Stadträtinnen und auch der Öffentlichkeit dazu verhelfen, die Lage dieser Gesellschaften genauer zu erkennen und auch nachvollziehen zu können, aber auch um Schlussfolgerungen für die weitere Arbeit, weitere Arbeit ziehen zu können. In dieser Ergänzung forderten wir dann, dass die Frauenanteile in Gesamtbelegschaft und den Führungsebenen mit aufgeführt werden und auch im schriftlichen Teil näher erläutert werden. Diese Ergänzung wurde schon vor über 3 Jahren, Ende Februar 2016, so beschlossen. Dann lagen im Beteiligungsbericht von 2015 zum ersten Mal die Zahlen vor für die Gesamtbelegschaft und den 2 Führungsebenen. Was aber bis heute immer noch fehlt, das sind die Erläuterungen zu diesen Zahlen. Und es sind katastrophale Zahlen. Und was sagen Sie uns nebenbei, dass sie katastrophal sind? Sie geben uns einen ganz eindeutigen Handlungsauftrag. Denn in kommunalen Gesellschaften nimmt der Frauenanteil in Richtung Führungsebene drastisch ab. Bei den Stadtwerken Dresden sind etwa 33% der Gesamtbelegschaft weiblich. In der ersten Chefetage, bleibt es dann aber bei nicht mal der Hälfte dieser Zahl, denn auch dort sind nur noch 14% der Stellen mit Frauen besetzt. Der Witz an der Sache, oder wohl eher das Absurde, denn witzig ist daran eigentlich gar nichts. Frauen sind nicht nur juristisch gleichberechtigt, sondern haben im Schnitt auch gleiche oder höhere Bildungsabschlüsse. Sie haben Qualifikationen und Führungskompetenzen wie ihre männlichen Kollegen. Dennoch sind Frauen im Vergleich in den Chefetagen immer noch unterrepräsentiert und dieser Trend macht auch vor der Stadt Dresden nicht Halt. Dass wir uns hier keine Ungerechtigkeit herbeizaubern, sondern dass diese real existieren, ist mehr als deutlich zu erkennen, wenn wir mal einen Blick aufs städtische Klinikum werfen. Dort beträgt der Frauenanteil in der Gesamtbelegschaft etwa 76%, also wird so ein Dreiviertel der Arbeit im Klinikum von Frauen weggetragen. Und in der ersten Führungsebene sind gerade mal 30% der Stellen mit Frauen besetzt. Das ist eine ganz klare Ungerechtigkeit und wir als Stadtrat stehen hier in der Verantwortung, dieser auch entgegenzusteuern. Dass Frauen weniger qualifiziert sind als männliche Mitstreiter oder es nicht genügend Frauen gibt, die für diesen Job geeignet werden, was ja auch gerne mal so ein angebrachtes Argument ist, das kann also ausgeschlossen werden. Das heißt aber auch, dass die Ursachen für diese Unterschiede ganz woanders liegen müssen. Deswegen fordern wir mit diesem Antrag den Oberbürgermeister erneut auf, in den schriftlichen Teil der Beteiligungsberichte die bisher fehlende Erläuterung der Frauenanteile in den verschiedenen Führungsebenen mit einfließen zu lassen. Denn erst aus diesen Erläuterungen heraus besteht doch für uns als Stadtrat die Möglichkeit, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, mit denen wir den Unterschieden in den Geschlechterverhältnissen entgegensteuern können.
Zusätzlich fordern wir aber auch vom Oberbürgermeister, dass er erste Konzepte zur Angleichung dieser Geschlechterverhältnisse in den Gesellschaften erarbeiten lässt. Wir wollen, dass dieser bestehenden Ungerechtigkeit nicht einfach weiter zugeschaut wird und es bei ein paar einfachen Zahlen im Beteiligungsbericht bleibt. Deswegen bitte ich Sie, unserem Änderungsantrag zuzustimmen, in dem dann auch wieder der Punkt 2, also der Erarbeitung der Konzepte durch den Oberbürgermeister, mit aufgenommen wird. Vielen Dank. So, dann habe ich einen weiteren Änderungsantrag von Herrn Aschenbach. Den kann er jetzt einbringen. Und dann hätte ich noch zwei Redner, wenn wir es dabei vielleicht bewenden lassen können. Die wesentlichen Punkte wurden ja bereits erwähnt, lediglich ein ganz kleines Stück Vergangenheitsbewältigung. Das Ausschussvotum muss man noch mal festhalten, dass in diesem Antrag erstens die Ursachen festzustellen, dem wurde zugestimmt, und der zweite Punkt, Gegenmaßnahmen zu konzipieren, der wurde gestrichen. Das ist natürlich wirklich absurd. Ich finde, das muss man noch mal würdigen. So, dann habe ich Wortmeldungen. Frau Scharnetzky, dann Herr Blödner. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen. Ich möchte das Argument der fehlenden Gerechtigkeit noch um ein zweites ergänzen, nämlich das einer zeitgemäßen Unternehmenskultur. Wir brauchen Frauen. Und jetzt kommt wieder das gängige Argument, es gibt keine Frauen oder Frauen wurden gefragt, aber sie wollten nicht. Aber gerade in Führungspositionen brauchen wir Frauen, und zwar nicht, weil sie die besseren Männer sind, sondern weil sie nachweislich andere Kommunikations- und Leitungsstrategien an den Tag legen. Und diese Differenz und diese Vielfalt bereichert Unternehmenskultur, und darauf setzen Unternehmen in der ganzen Welt. Und ich finde, dass es auch einer Landeshauptstadt gut ansteht, das genau so zu machen. Frauen, die leiten sollen, brauchen Vorbilder. Sie brauchen Mentorinnen, sie brauchen Möglichmacherinnen und Möglichmacher. Und ich gebe gern zu, und ich erlebe das auch selbst manchmal so ein bisschen schmerzlich, gar nicht unbedingt bei mir selbst, aber bei meinen Kolleginnen und bei den Frauen um mich herum, dass Frauen unter Umständen nicht ganz so schnell ganz so weit nach vorn wollen und nicht ganz so schnell ganz so weit nach oben wollen. Dass sie sich oft schneller und auch länger Bedenkzeit erbitten, ob sie jetzt auch den nächsten Schritt gehen sollen, ob sie auch die nächste Aufgabe noch übernehmen sollen, ob sie das überhaupt schaffen können, und dass sie auch eher schauen, was sie noch nicht können, als in den Ring zu werfen, was sie zweifelsohne auszeichnet. Aber, und das wissen alle erfolgreichen Männer, und wir haben ja hier heute eine Reihe im Saal, sodass sie sich hoffentlich jetzt auch alle angesprochen fühlen, das sind Dinge, die kann man lernen. Breitbeinigkeit, Breitschultrigkeit kann man lernen, ein selbstbewusstes Auftreten kann man lernen. Da braucht man einfach nur ein paar Leute, die einem ab und zu auf die Schulter klopfen und sagen, das hast du gut gemacht und mach weiter so. Darum plädiere ich auch dafür, genau wie meine Vorrednerin, wir müssen uns nicht nur mit den Ursachen auseinandersetzen, warum Frauen weniger vertreten sind, sondern wir müssen auch Strategien erarbeiten, wie wir mehr Frauen ermutigen, empowern, mitnehmen und deren Kompetenzen und deren Skills nutzen für die Landeshauptstadt, für die Unternehmen. Genau. Dafür brauchen wir Ermutigung einerseits, und was anderes, was sich allerorten gut bewährt und wofür ich plädieren möchte, sind einfach Mentoring-Programme. Programme, wo man Frauen vernetzt, wo man ihnen die Möglichkeit gibt, sich mit ihren Sachen einzubringen, mit ihren Kompetenzen auszuprobieren und dann eben auch positive Erfahrungen zu machen. Es braucht also deutlich mehr als nur den erklärten Willen, irgendetwas zu tun. Und ich würde mir tatsächlich auch wünschen, dass ein Oberbürgermeister in einer Landeshauptstadt genau das eben auch zur Chefsache macht und dafür auch eine Agenda entwickelt und sich dafür einsetzt. Frauen sind insofern keine unliebsame Konkurrenz, sondern einfach eine wohltuende und auch notwendige Bereicherung. Und das sieht man ja auch bei uns an der Fraktion. Wir haben eine weibliche Doppelspitze und darauf bin ich sehr stolz. Wir werden dazu stimmen. Herr Blödner und dann Herr Gilge. Ja, als FDP werden wir für die Ablehnung des Antrages. Zwar ist die Intention des Antrags, mehr Heterogenität, durchaus nachvollziehbar und sinnvoll,
Aber letzten Endes haben wir den falschen Adressaten. Dann machen wir uns doch mal Gedanken, wer entscheidet denn über die Besetzung der Führungspositionen in unseren städtischen Unternehmen? Wer entscheidet denn über die Führungspositionen in der Verwaltung bei uns? Das sind letzten Endes wir als Stadträte. Das heißt, wenn Sie wissen wollen, warum zu wenig weibliche Führungspositionen da sind, dann fragen Sie doch mal Ihre Vertreter in den jeweiligen Aufsichtsräten, warum das so ist. Da braucht nicht die Verwaltung entsprechende Analysen darstellen, sondern das ist originäre Aufgabe von uns als Stadträten. Originäre Aufgabe der Aufsichtsräte ist es, die strategische Ausrichtung zu machen, und da kann durchaus die Führungskräfteentwicklung mit reinziehen. Daher die Intention der Heterogenität völlig richtig, aber wir sollten die Aufgaben dort belassen, wo sie hingehören, wo sie auch eigentlich zu Hause sind. Das ist in den entsprechenden Aufsichtsräten. Da sind Sie entsprechend auch vertreten. Also werden Sie einfach nur Ihren Aufgaben als Aufsichtsrat entsprechend gerecht, dann wird das entsprechend umsetzbar sein. Dafür braucht es dann aber nicht diesen Antrag. Dankeschön. Und Herr Gilke. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, sehr geehrte Damen, Herren und Diverse. Es ist schlimm, dass wir hier leider unsere kostbare Zeit mit diesem schwachsinnigen, diskriminierenden und rechtswidrigen Antrag verschwenden müssen. Nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz darf niemand unter anderem wegen seines Geschlechts benachteiligt werden. Im Augenblick, wo man ein Geschlecht hervorhebt, In diesem Antrag das weibliche Geschlecht, diskriminiert man nämlich jeweils das andere, nämlich das männliche und das diverse Geschlecht. Ich denke, unser Oberbürgermeister ist anderweitig sehr gut mit wirklich wichtigen Dingen ausgelastet. Die geforderten Erklärungen zu den möglichen Ursachen können Sie sich durch logisches Nachdenken selbst erarbeiten. Da wäre zum Ersten, es fänden keine außergewöhnlichen neuen Umbesetzungen statt und die leitenden Stellen sind seit längerem besetzt und der Generationswechsel steht noch aus. Das könnte auch zweitens sein, die Bewerberinnen erfüllen für die Stelle entsprechende Voraussetzungen oder Erwartungen nicht, sodass die Personalentscheidung zu deren Ungunsten getroffen werden muss. Oder es gibt drittens die Möglichkeit, dass nicht allzu viele Frauen tatsächlich sich für diese Stellung beworben haben, sodass überwiegende Bewerbungen männliche Bewerber eingegangen sein werden, sodass man wahrscheinlich nur die Auswahl zwischen Mann und Mann hatte. Der Arbeitsmarkt richtet sich nach Angebot und Nachfrage und nicht nach Geschlechterideologie. Mit Ihrem Antrag unterstellen Sie pauschal der Dresdner Stadtverwaltung, eine frauenfeindliche Personalpolitik zu betreiben und fordern eine männer- und diversenfeindliche Personalpolitik. Das AGG schreibt deutlich vor, dass Geschlecht eben halt kein Einstellungskriterium sein darf, sondern einzig allein die Qualifikation und die persönlichen Stärken zählen. Es steht dem Stadtrat nicht zu, Bewerberdaten und Mitarbeiterdaten einzusehen, sodass der Oberbürgermeister gemäß der Datenschutzbestimmungen verpflichtet ist, die Herausgabe solcher Erläuterungen zu unterlassen. Daher dieser Antrag, das einzig Richtige, abzulehnen. Wir beantragen punktweise Abstimmung. Vielen Dank. Soweit wäre erstmal die Rednerliste abgearbeitet. Punktweise passiert sowieso, weil wir ja einen Ausschussbericht haben, der nur den Punkt 1 empfiehlt und wir deswegen dann für den Punkt 2 betreffend zwei Ergänzungsanträge haben. Einmal von Herrn Aschenbach, den ich den weiterführen denke. Deswegen würde ich den zuerst abstimmen, dann den von Fraktion Die Linke. Und dann kommen wir über den so ergänzten oder nicht ergänzten federführenden Ausschussbericht. Also, wer für den Ergänzungsantrag Herrn Aschenbach ist, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Eine Ja-Stimme, 62 Nein-Stimmen bei 7 Enthaltungen. Jetzt kommen wir zu dem Änderungs- oder Ergänzungsantrag Fraktion Die Linke. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen.
34 Ja, 35 Nein, eine Enthaltung, wer damit abgelehnt. Und wir kommen damit zur Schlussabstimmung über den unveränderten federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen.53 Ja-Stimmen, 14 Nein, 2 Enthaltungen. Wer damit so angenommen? Also, wenn Sie da jetzt sagen, wir können es auch gerne nochmal wiederholen, damit das alles in Ordnung ist, dann bitte ich nochmal die Maschine auf Null. Wer für den federführenden Ausschussbericht ist, müsste jetzt nochmal Ja drücken, ansonsten Nein oder Enthaltung. Oh. 48 Ja, 20 Nein, eine Enthaltung. Wer damit angenommen? Damit sind wir nach 22 Uhr. Ich schließe die heutige Sitzung und wünsche einen schönen Feierabend.